Er ist der neue König auf dem Feld. Hafer erobert sich unsere Landschaft zurück. Lange Zeit war er nicht mehr als Pferdefutter und Lückenbüßer zwischen den Fruchtfolgen. Inzwischen ist Hafer gefragter denn je. Seit der Jahrtausendwende hat sich die Nutzung von Hafer für menschliche Nahrungszwecke mehr als verdoppelt. In den Lebensmittelmärkten stehen mittlerweile hunderte Haferartikel. Haferkekse, Haferbrei, Hafertee, Hafershampoo, Hafersaft. Sie lösen frühere Erfolgsprodukte ab. Besonders bei Allergikern und Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit. Denn Hafer ist nachgewiesen glutenfrei. Bekannt ist ja vielleicht Sojadrink, den es schon seit vielen Jahren gibt. Und seit einigen Jahren gibt es jetzt vermehrt Haferdrinks, die sogar glutenfrei sind und in der veganen und glutenfreien Ernährung einen sehr großen Stellenwert eingenommen haben. Hafer, lateinisch Avena, gilt als robuste Pflanze, ist aber längst nicht so erforscht wie die gängigen Brotgetreide, Weizen, Gerste oder Roggen. Steffen Borch ist einer der wenigen deutschen Haferzüchter. In Granzkewitz auf Rügen entwickelt er neue Hafersorten, auch für den internationalen Markt. Besonders ist es der skandinavische Raum, für den wir hier auf der Insel Rügen auch sehr gut selektieren können. Wir haben hier etwa das ähnliche Klima, wie es in Südschweden vorherrscht oder auch in Dänemark. Und können daher auch selektieren, Sorten entwickeln, genau für diesen Klima- und Anbauraum. Und genau hier entstehen die neuen Sorten. Gekreuzt wird per Hand und mit Kreuzungsbesteck, Rispe für Rispe. Während der Blüte in der Hauptsaison arbeiten 4 Mitarbeiter fast pausenlos an den Züchtungsversuchen. Alles für das große Ziel. Dies ist die Geburtsstunde einer neuen Hafersorte. Die Entwicklung einer neuen Sorte dauert etwa 10 bis 12 Jahre. Und wir brauchen genetische Variationen, um eine neue Sorte zu erfinden. Zum Beispiel, neue Sorten sollen besonders gesund sein, sollen besonders ertragreich sein, sollen besonders standfest sein, sollen aus Verbrauchersicht besondere Eigenschaften haben. All das verbindet keine Sorte in idealer Art und Weise. Und wir versuchen, möglichst viele positive Eigenschaften in einer neuen Sorte zu kombinieren. Die Granzkewitzer sind Teil eines großen deutschen Forschungsprojektes. Mit ihren Ergebnissen konnte der gute alte Hafer nun offiziell als glutenfrei eingestuft werden. Er senkt zudem den Cholesterinspiegel und stärkt das Immunsystem. Das brachte ihm den Titel Arzneipflanze des Jahres 2017 ein. Auch in der Landwirtschaft selbst könnte er das neue Erfolgsprodukt werden. Auf 9000 Hektar wird er hierzulande bereits angebaut. Tendenz steigend. Denn Haferkulturen haben die beste Unkrautunterdrückung, können sich hervorragend anpassen und sind damit auch kostengünstiger. Eben der neue König auf dem Feld.